Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Angelika Milster, Klaus Warner, Herbert Bötticher, Wolf Martinsen und Willi Semmelrogge. In der Inszenierung von Klaus Mierländer, ein Kriminalstück des amerikanischen Erfolgsautors Henry Slezer, ein Gaunerkomödchen, dessen Held ein Meister seines Faches ist, Daddy Langfinger. Werbeagentur Bliss in Bakerfield. Guten Morgen. Nein, Mr. Cartwright, Mr. Bliss hat im Augenblick einen Kunden bei sich. Möchten Sie mit Mr. Bakerfield sprechen? Morgen, Gott. Einen Augenblick, ich verbinde. Tun Sie mir den Gefallen und melden Sie Mr. Bliss, das super gern ist da. Mr. Fell, was tun Sie hier? Ich arbeite hier, vergessen? Ja, natürlich. Ist was, Süßer? Mein Anblick scheint Sie ja schwer zu verwirren. Ach, eines der Mädchen... Ja? Ich meine, ich hab's wohl nicht richtig verstanden. Hm? Sie wissen doch, wie die Leute so reden. Allerdings. Und vermutlich beschäftigt sich der Büroklatsch der Damen jetzt nur noch mit meinem drohenden Abgang. Hab ich nicht recht? Nein, das habe ich nicht gemeint. Na, jedenfalls glauben Sie nicht alles, was Sie so hören, Kindchen. Ich habe Mr. Bliss vor einer Stunde von zu Hause aus angerufen. Er erwartet mich. Ja, aber... Also, husch, husch, drücken Sie aufs Knöpfchen. Aber er hat gerade eine Besprechung. Er nicht. Sie sehen, dass ich diesen kleinen Schwindel durchschaue. Ich weiß, mit welchen Tricks er arbeitet, wenn er jemanden abwimmeln will. Aber mich wird er empfangen. Versuchen Sie es nur. Na schön. Also gut, Harrison. Und ich weiß zwar nicht, warum ich das tue. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Mehr nicht. Ich habe um 10 Uhr eine Verabredung mit Wilton Stark. Wilton Stark? Ja. Unter Anlass Ihres Treffens dürfte wohl die Ernennung eines neuen Werbeleiters für den Holdwell-Etat sein. Ja, das haben Sie erraten. An wen hatten Sie denn gedacht? Na, das ist ja wohl egal. Jeder wird jedenfalls bessere Arbeit leisten, als Sie das getan haben, Harrison. Glauben Sie wirklich? Die Gründe habe ich Ihnen ja schon letzte Woche verraten. Stark will Sie vom Etat weghaben und damit basta. Sie und Ihre Gruppe haben seit Jahren keine anständige Werbeidee für Holdwell-Geldschränke gehabt. Ist es nicht möglich, dass Mr. Stark eine gute Idee gar nicht erkennen würde, selbst wenn er sie vor seiner Nase hätte? Trotzdem. Nun sehen Sie sich das mal an. Hier, sehen Sie das mal an. 6 Monate Arbeit, ja? Tausende von Dollar an Honoraren und nicht eine Werbekampagne verkauft. Stark sagt, Sie verstehen einfach nichts vom Geldschrankgeschäft. Und jetzt, wo Sie diesen neuen Tresor einführen... Gerade deswegen bin ich hier, Mr. Bliss. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Denn gestern Abend ist mir eine Idee gekommen, die das ganze Geldschrankgeschäft anheizen wird. Ja. Das habe ich alles schon öfter von Ihnen gehört, Herr. Ja, das haben Sie noch nie gehört, Chef. Ich habe den Knüller, die Sensation, den absoluten Überflieger. Die größte Idee der Werbegeschichte, der Aufbruch in ein neues Zeitalter. Alles, was ich brauche, ist Ihr Startschuss. Ja, Moment. Können Sie nicht wie ein normaler Mensch reden, Harrison? Ich verstehe immer nur Bahnhof. Sie werden gleich besser verstehen, keine Angst. Also, dieser neue Geldschrank, den Holdwell da rausgebracht hat. Der 801 einbruchsicher. Genau, der 801 einbruchsicher. Und jetzt sehen Sie sich das an. Was haben Sie da? Ein Zeitungsausschnitt. In der Sekunde, als ich ihn gestern Abend sah, da wusste ich, dass ich die Antwort hatte. Na los, lesen Sie ihn. Und sehen Sie sich mal das Bild von dem Typen hier an. Wer ist denn das? Kenne ich nicht, diesen Kerl. Na, Sie werden ihn kennenlernen, Chef. Weil er mein erster Gutachter für den 801 sein wird. Na los, lesen Sie laut. Sammy Langfinger Morrissey. Jut. Das ist ja ein Krimineller. Genau. Ja, wollen Sie sagen, Sie wollen mit einem Kriminellen Reklame für Geldschränke machen? Was nützt das Urteil eines zufriedenen Kunden? Was versteht ein durchschnittlicher Geschäftsmann von Geldschränken? Überhaupt nichts. Dieser Mann jedoch kennt Geldschränke in- und auswendig. Ja, aber der ist ein Geldschrankknacker. Jawohl, und zwar der Beste in seiner Branche. Der Mann, der wirklich weiß, ob ein Tresor einbruchsicher ist. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr. Aber ja, verstehen Sie denn nicht? Wir engagieren Sammy Langfinger Morrissey, damit er höchstpersönlich versucht, den 801 zu knacken. Was? In aller Öffentlichkeit. Mit Reportern, Fotografen, Fernsehkameras und dem ganzen Klimbim. Wir kriegen eine tolle Publicity und eine sagenhafte Werbung. Ja,
Aber wenn der Mann im Gefängnis steckt... Sie haben den Ausschnitt nicht gelesen, Chef. Er ist vor einem Jahr wegen guter Führung bedingt entlassen worden. Aha. Seit der Zeit ist der alte Junge brav gewesen. Gezwungenermaßen im vorzeitigen Ruhestand, könnte man sagen. Aber lesen Sie, was er in dem Interview sagt. Ja, es gab keinen Geldschrank, den ich nicht knacken konnte. Mhm. Man wird auch nie einen bauen können, der mir standhalten würde. Ganz schön bescheiden, wie? Der Mann versteht sein Geschäft, Mr. Bliss. Die Frage ist jetzt nur, versteht die Firma Holdwell ihr Geschäft auch? Ja, Sie meinen, ob der 801 wirklich einbruchssicher ist? Na ja, das schwören die. Ja, was für einen besseren Beweis kann es dann geben? Was kann es Besseres geben, als den besten Geldschrankknacker der Welt auf den Kasten anzusetzen? Ja, das. Ganz schlecht ist die Idee wirklich nicht, Harrison. Oh, seien wir ehrlich, Chef. Sie ist eine Wucht. Naja, aber wollen wir erst mal sehen, was Wilton Stark dazu sagt. Übrigens, wie viel wollen Sie diesem Sammy Langfinger Morrison denn zahlen? Weiß nicht. Hab noch nicht mit ihm gesprochen. Sie haben noch gar nicht mit ihm gesprochen? Sie meinen, Sie wissen noch nicht mal, ob er überhaupt mitmacht? Du, keine Ahnung, Chef. Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht abschlagen kann. Ja, bitte. Oh, guten Tag. Bin ich hier richtig bei Sammy, Mr. Morrissey? Wieso, wer sind Sie? Mein Name ist Fell. Harrison Fell. Ich habe vorhin angerufen und mit Mr. Morrissey gesprochen. Wer ist das da, die? Irgendeiner im Anzug mit Weste. Ah, so. Sind Sie der Typ von der Werbeagentur? Ganz richtig, von Bliss und Bakerfield. Lass ihn rein, Dottie. Das ist übrigens meine Tochter. Oh, das freut mich, Miss Morrissey. Dad, was will eine Werbeagentur von dir? Dottie, du hol ein Bier, ja? Schon schlimm genug, dass diese Zeitungsfritzen hier kommen, allen möglichen Blödsinn drucken. Sag lieber nicht zu viel, Daddy. Nicht, dass du wieder in den Schlagzeilen landest wie gestern. Ich versichere Ihnen, ich habe nichts mit der Presse zu tun. Jedenfalls nicht direkt. Und wenn Ihr Vater in den Schlagzeilen landet, wird er sehr gut dafür bezahlt werden. Haben Sie gesagt, bezahlt? Ja. Von dem Zeitungshaini habe ich keinen lausigen Cent bekommen. Ich rede nicht von ein paar Cent, Mr. Morrissey. Ich bin hier, um Ihnen einen Vorschlag zu machen, der Ihnen $500 und vielleicht noch eine ganze Menge mehr einbringen könnte. Wollen Sie uns auf den Arm nehmen, Mister? Keineswegs. Moment mal, also wenn Sie von einer krummen Sache reden, dann können Sie es vergessen. Damit bin ich fertig, nicht Dottie, aber Dad, komplett... Dad, schau ihn dir an. Das ist kein Gauner. Keiner von der üblichen Sorte. Jedenfalls glaube ich, dass... Stimmt. Ich bin zu nervös zum Klauen. Meine Hände zittern zu sehr. Ja, also... Dann bitte, dann setzen Sie sich. Danke. Ja, was tun Sie denn dann? Nun, wie ich schon sagte, ich arbeite für eine Werbeagentur. Und einer unserer Kunden ist die Holdwell Safe Company. Aha. Ja, vielleicht haben Sie schon mal von ihr gehört. Ja, ich habe ein paar Holdwells die Hand geschüttelt. Altmodische Schachteln, die meisten. Aber... Tut mir leid, aber ich habe sie alle aufgegriffen. Ja, aber Sie bringen jetzt einen funkelnagelneuen Geldschrank auf den Markt, Mr. Morrissey. So? Sie nennen ihn den 801. Aha. Und glauben, dass er 100% einbruchsicher ist. Dottie, kein Bier, ja? Du mach uns einen Kaffee. Kaffee ist Ihnen doch recht, ja. Mr. Fell, oder? Sicher, Kaffee wäre prima. Ist gut, Dad, bloß unterschreibt nichts, okay? Keine Sorge, Dottie. Ich mag Dottie nicht dabei haben. Wenn ich übers Geldschrankknacken rede, Ich bin raus aus dem Fach. Wie gesagt, ich kann Ihnen versichern, da ist nichts Ungesetzliches dran, Mr. Morrissey. Die Sache ist absolut legal. Verstehen Sie? Wir denken, dass ein Mann von Ihrem Ruf... Den versuche ich ja gerade loszuwerden, Mann. Ja, natürlich, aber Sammy... Ich darf Sie doch Sammy nennen. Ja, aber bitte gern, ja. Danke. Wissen Sie, was ein Werbefeldzug ist? Ja, na klar... Sowas, wo man versucht, Leuten irgendwas anzudrehen, genau. Oder? Genau. Nun, wir versuchen, Geldschränke zu verkaufen.
Und wir wollen deshalb, dass Sie in unserer Werbekampagne auftreten und Ihre Aussage machen. Nee, also nichts da, nicht? Aussagen mache ich keine. Ich meine nicht wie vor Gericht. Sie empfehlen einfach unser Produkt. Sie sagen den Leuten, dass sie versucht haben, den 801 zu knacken, dass der sich aber als absolut einbruchsicher erwiesen hat. Also, sehen Sie, Mr. Fur, kein Geldschrank ist einbruchsicher. Der schon, Sammy. Nein, Sir, sowas gibt's nicht. Also, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das sage, aber wenn Sie genug Zeit haben und gutes Werkzeug, da kriegen Sie jeden auf. Den nicht, Sammy. Ah ja, ist ja auch egal. Außerdem mache ich ja jetzt was anderes, wie gesagt. Sammy, verstehen Sie doch. Wir sind bereit, Ihnen $500 zu bieten, nur damit Sie versuchen, den 801 aufzukriegen. Jeder Trick ist erlaubt. Wir geben ihm 3 Stunden Zeit, um es zu schaffen. 3 Stunden? Und es werden eine Menge Zeugen dabei sein. Reporter, Fernsehkameras, Bullen. Bullen? Nein, keine Bullen. Bloß als Zeugen, um zu beweisen, dass ihre Anstrengungen echt sind und dass wir nicht gemeinsame Sache machen. Der 801 ist nicht sehr groß. Nur ungefähr 1,20 auf 1,20. Aber er hat ein neues Zeitschloss, das die Leute von Holdwell als absolut sicher betrachten. Es wird mir nicht standhalten, Mr. Fell. Die schwören, es wird. Die sind sogar so sicher, dass sie diesen Safe nicht knacken können, dass sie bereit sind, eine Riesensumme dafür aufs Spiel zu setzen. Was heißt denn das? Die Holdwell-Leute werden einen Umschlag mit $50,000 in den Tresor legen. Hey. Wenn sie ihn innerhalb von 3 Stunden öffnen können, gehört das Geld ihnen. Machen Sie Witze, Mann. 50.000! Bloß um so einen Kasten zu knacken. Pa, was redest du da? Du, Dotti, du, warte, bis du das gehört hast. Du wirst deinen Ohren nicht trauen. Zu was wollen Sie meinen Vater rumkriegen, Mister? Wenn es irgendwas mit Geldschränken zu tun hat, vergessen Sie es. Er arbeitet jetzt in einem anderen Fach. Ja, Dotti, hör doch mal. Miss Morrissey, Ihr Vater braucht überhaupt nicht mehr zu arbeiten, wenn er bei dieser Sache mitmacht. Ach. Er kann sich zur Ruhe setzen. Du, wir könnten in den Süden gehen, Dotti. Wir könnten uns ein kleines Haus kaufen am Meer, Dad. Dotti. Am Meer. Dad, die Sache gefällt mir nicht. Keiner lädt dich umsonst zum Essen ein. Deine Rede, Dad. Hier geht's nicht um ein Essen, Miss Morrissey, sondern um $50,000. Wie bitte? Das wird der größte Fischzug seines Lebens, ohne Bullen, die sich hinterher an eure Fersen heften. Ohne Bullen, Dotti. Hm? Klingt das nicht gut? Tja. Schon. Es ist nur so, dass... Ja, ich weiß. Ich weiß, dass er jetzt was anderes macht. Ja, was ganz anderes, nicht, Dotti? Aber zahlt es sich aus, Sammy? Zahlt es sich aus, so wie das hier? Nein. Das nicht, Mr. Fell. Na also, es wird eine runde Sache für Sie. Geldmäßig. Eine runde Sache für Holber, verkaufsmäßig. Und eine runde Sache für die Agentur... Erfolgsmäßig. Also, was sagen Sie? Okay, Mr. Fell. Nicht, Dotti? Dotti, ich mach's. Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Sammy. Ganz meinerseits. Fast wie eine Party, was? Wilton? Ihr habt wirklich eine Menge Leute zusammengetrommelt, George. Ja. So viele Reporter hatte ich nicht erwartet. Ja, es fehlen noch ein paar Leute vom Fernsehen. Die müssen mal in jeden Moment kommen. Ich habe sogar Leuten gehört, dass einer der überregionalen Sender von der Show berichten soll. An den Polizeichef persönlich rumzukriegen, dass er herkommt, das ist schon ein Ding. Ja. Und den Chef des Einwurfdezernats, Wilton. Ja, du musst zugeben, unser alter Harrison hatte da einen echten Geistesblitz. Ja? Zeit, oder? Weißt du was? Ich glaube, heute Abend machen wir echt Geschichte in der Werbung. Alles, was ich will, ist Geldschränke verkaufen. Ja, nein, mach dir mal keine Sorgen, Wilton. Wenn der größte Geldschrankknacker der Welt den 801 nicht aufkriegt,
Ich meine, der kriegt den noch nicht auf, oder? Da mach du dir mal keine Sorgen, George. Ja, dieser Tresor ist nicht nur einbruchsicher, der ist auch feuersicher, ja, bombensicher, was du willst. Entschuldigen Sie, Mr. Bliss. Ja. Ich glaube, die Leute fangen an, ein bisschen ungeduldig zu werden. Was ist denn mit diesen Fernsehteams? Gerade eingetroffen. Sie sagen, sie brauchen nicht lange, um ihre Kameras aufzubauen. Ja, na also, warum fangen wir da nicht an? Eben. Gut, ich sehe zu, dass die Leute ein bisschen ruhiger werden. Ja, meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Dankeschön. Zuallererst möchte ich Ihnen danken, dass Sie heute Nachmittag hierher gekommen sind. Und ich bin sicher, keiner von Ihnen wird es bereuen, einem der ungewöhnlichsten Ereignisse in der Geschichte der Kriminalität beizuwohnen. Zum ersten Mal, meine Damen und Herren, wird ein berühmter Geldschrankknacker in aller Öffentlichkeit ein Ding drehen. Direkt vor den Augen des Polizeichefs, des Chefs des Einbruchsdezernats und vor einem Dutzend Reportern, ganz zu schweigen von den Fernsehkameras, die dort drüben aufgebaut werden. Mein Name ist Harrison Fell und ich bin Werbeleiter bei der weltbekannten Agentur Bliss und Bakerfield. Und damit Sie wissen, für wen ich mich abrackere, möchte ich Ihnen auch gleich meinen Boss vorstellen, Mr. George Bliss. Und direkt neben Mr. Bliss, unser Klient, der Vizepräsident und Verkaufsdirektor der Hobel Safe Company, Mr. Wilton Stark. Hinter Mr. Stark stehen unser tüchtiger Polizeichef Howard Schloss und sein verehrter Kollege vom Einbruchsdezernat, Captain Morris Decker. Und schließlich und endlich möchte ich Sie noch mit den beiden Ehrengästen dieses Tages bekannt machen. In der Ecke, meine Damen und Herren, mit dem stattlichen Gewicht von 1370 Pfund, unser Champion, der Hobel 801, der sicherste Geldschrank der Welt. Und in dieser Ecke mit 150 Pfund Sammy Langfinger Morrissey. Für gewisse Leute hier ist Sammy natürlich ein alter Bekannter. Aber für diejenigen, die mit seiner illustren Karriere vielleicht weniger vertraut sind, lassen Sie mich sagen, dass, was das Geldschrankknacken angeht, Sammy Morrissey den Weltrekord in dieser Disziplin innehat. Nach inoffizieller Schätzung sind es 175 Geldschränke, die er erfolgreich geknackt hat. Stimmt, Sammy? 176! 176! Also, 176. Und nun die größte Herausforderung in Sammy Morrissey's Leben. Bringt er es auf 177? Ja, es stimmt, meine Damen und Herren. Die Hobel Company hat den weltbesten Schränker zum Duell herausgefordert. Die Hobel Company glaubt, dass der 801 allen Anstrengungen Sammys trotzen wird. Und ihr Vertrauen ist so groß, dass sie gewillt ist, Sammy ein Bombenangebot zu machen. Darf ich den Umschlag haben, Mr. Bliss? Ja, bitte schön, hier, Sir. Danke. Meine Damen und Herren, der unscheinbare Umschlag, den Sie in meiner Hand sehen, ein Umschlag wie jeder andere, enthält 5 $10,000-Noten. Ja, Sie haben richtig gehört, Herrschaften. $50,000 in bar. Entschuldigung, Mr. Fred. Macht doch nichts, Sammy. Würde Mr. Stark jetzt bitte die Tür des 801 öffnen? Mit Vergnügen. Bitte beobachten Sie genau, wie ich den Umschlag in den Geldschrank lege. Und nun, Mr. Stark, würden Sie bitte so freundlich sein, die Tür zu schließen. Und nun noch das Sicherheitsschloss. Stellen Sie den Zeitmechanismus auf 8 Uhr morgen früh. Ist erledigt. Vielen Dank. Sind Sie ganz sicher, dass der 801 fest verschlossen ist? Absolut sicher. Nichts ist heimlich verändert worden. Der Geldschrank ist in genau demselben Zustand, in dem er auch in einem Büro sein würde. Ja, das kann ich beschwören. Gut. Meine Damen und Herren, das Experiment kann beginnen. Die Hobel Safe Company fordert hiermit Amerikas Geldschrankknacker Nummer 1, den ehrenwerten Sammy Langfinger Morrissey, heraus, den 801
vor heute Abend, 21 Uhr, zu knacken. Sollte Mr. Morrissey dies gelingen, so wird der Inhalt dieses Safes sein alleiniges Eigentum. Sind Sie bereit, Sammy? Ja, bereit. Sind Sie der Meinung, dass diese Bedingungen fair sind? Ja, Sir, fair. Hatten Sie jemals 3 Stunden Zeit, um irgendeinen Geldschrank zu knacken? Nee, wozu auch? Gewöhnlich brauche ich ungefähr 20 Minuten. Ich höre, haben Sie um eine Reihe von Werkzeugen gebeten? Ja, so ist es. Haben Sie die von uns beschafften Werkzeuge untersucht? Sind Sie damit zufrieden? Hab nie bessere gesehen. Danke. Mr. Schloss, würden Sie die Werkzeuge bitte hier heraufbringen? Na, wenn das dein Service ist, Sammy, der Polizeichef persönlich. So, ist alles in Ordnung? Ja, sieht so aus. Vorschlaghammer, Meißel, Bohrmaschine, Brechstange, Stemmeisen, Schlauch, Acetylengasflaschen, Schneidbrenner und Sprengstoff. Alles da. Dann wollen wir anfangen. Diejenigen von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die es müde werden, Mr. Morrisseys Anstrengungen zu verfolgen, sind herzlich eingeladen, die Direktionskantine im Hauptgebäude der Holdwell Company zu besuchen, wo Ihnen diverse Erfrischungen gereicht werden. Ich überlasse das Feld jetzt Ihnen, Sammy, und möge der Beste gewinnen. Herzen? Sagen Sie, Herzen, Sie glauben doch, dass das gut gehen wird, oder? Ich glaube, es wird die Sensation schärfen. Die Story wird in jeder Zeitung des Landes stehen. Ich wette, dass sogar die großen Fernsehsender darüber berichten. Naja, davon rede ich nicht. Ich meine, glauben Sie, dieser Mann könnte möglicherweise den Schrank knacken? Jedenfalls versucht es, auf Teufel komm raus. Hör endlich auf, dir darüber Sorgen zu machen, George. Ja, immerhin, es dürfte deiner Firma nicht sehr gut tun, wenn er ihn aufkriegt. Wird er aber nicht schaffen, mein Wort drauf. Das schafft er nie. Er wird diese $50,000 nie bekommen. Und wenn du mich fragst, weiß er das auch. Ja, wirklich? Wirklich? Und dann frage ich dich, warum lächelt dieser Kerl so komisch? Ne? Der, guck, der lächelt. Ja. Wenigstens ist er nun über die 20-Minuten-Marke hinaus. Er ist über die 1-Stunden-Spanne hinaus. Ja. Glauben Sie, dieser Bohrer, da wird ihm helfen, Mr. Stark? Nein, nicht die Spur. Das Metall ist eine Speziallegierung. Und 20 Zentimeter dick. Sehen Sie? Schon wieder ist ihm ein Bohrer abgebrochen. Ja, sicher, aber trotzdem. Schau mal, der lächelt immer noch. Aber was will er denn jetzt? Ja, er will den Schrank kippen. Ja, das kann man nicht. Der ist viel zu schwer. Eine Menge Geldschranknacker versuchen, den Schrank umzukippen und an der Unterseite zu bearbeiten. Sie glauben, dass er da seine schwache Stelle hat. Der arme Kerl tut sich noch was. Naja, wir wollen großzügig sein und ihm helfen. Was? Hey, Captain Decker, ob ein paar von Ihren Jungs Mr. Morrissey wohl zur Hand gehen könnten? Schau dir das an. Er soll ruhig sein Glück versuchen. Die Unterseite des 801 ist genauso unverwundbar wie alles übrige. Kein Grund zur Aufregung. Nee. Da sehen Sie, was ich meine. Und jetzt, Herrschaften, wie wär's mit einer kleinen Entspannungspause? Nun, meine Herren, worauf wollen wir trinken? Wie wär's mit einem Toast of Sammy? 2 Stunden. Und er hat den 801 noch immer nicht geknackt. Ja, also dann auf Mr. Morrissey, dem das Lachen inzwischen sicher vergangen ist. Ja, ich glaube, die Menge fängt an, sich zu zerstreuen. Ja, die meisten sind hier drin und leeren unsere Whiskyflaschen. Aber das macht nichts, das ist mir die Sache wert. Ja, dann ist es wirklich einen genialen Einfall, Harrison. Ja, den hatte ich wohl. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Sie sehen nicht aus, als ob Sie allzu glücklich darüber wären. Ich? Ja, natürlich bin ich glücklich. Ich habe bloß gerade an was gedacht. An was denn? Sammy hat eine Tochter.
Sie heißt Dorothy. Ein hübsches Mädchen. An die 20 oder so. Ja, und? Als er von den 50.000 Dollar hörte, sagte er ihr, dass sie damit genug hätten, um sich im Süden unten ein kleines Haus zu kaufen. Am Meer. Also mein Wort, Sie können sich darauf verlassen, das Haus kriegt er nicht. Jedenfalls nicht mit unseren 50.000. Wie schlitzig auf, Mensch. So wie eine Konservendose. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie bloß, wie ihm der Schweiß übers Gesicht läuft. Das sind die Nerven, nicht die Anstrengung. Da hat man noch 15 Minuten. Hat er den Schweißbrunner weggelegt? Er hat jeden menschenmöglichen Trick versucht. Jetzt bleibt ihm nur noch eines. Sprengstoff. Ja, ja. Schauen Sie, er greift nach dem Nitroglycerin. Ja, sollten wir da den Platz nicht besser räumen lassen? Nicht nötig, George. Sammy versteht sein Geschäft. Ja, trotzdem. Es wird keine große Detonation geben. Hör mal zu. Trotzdem, ich finde, wir sollten doch lieber etwas zurücktrinken. Mr. Stark, ja. Sind Sie sicher, dass er den Geldschrank auch nicht aufsprengen kann? Wir haben es schon im Labor versucht. Es geht einfach nicht. Egal, der probiert es doch trotzdem. Lass mal umfangen. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte alle etwas zurücktreten. Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Etwas zurücktreten. Was macht er denn jetzt? Er befestigt die Fiole mit Klebeband am Tresor, nahe der Türangel. Dann wirft er mit dem Hammer nach der Fiole, damit sie explodiert. Ja. Ja, Gott sei Dank, das hat nicht funktioniert. Er hat ihn noch nicht aufsprengen können. Ja, was habe ich Ihnen gesagt, meine Herren? Wie spät ist es? Es ist jetzt 8:58. Die Zeit ist fast um. Wissen Sie was? Der Bursche tut mir fast leid. Jetzt gerät er in Panik. Schlicht und einfach in Panik. Meine Damen und Herren, 40 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Er schafft es nicht mehr. Noch 20 Sekunden. Also, Sie sind ein Genie. Ja, vergiss nicht, wer den Schrank gebaut hat. Ja. Ihr seid alle Genies. Wilden, du natürlich auch. Wir sind alle Genies. Noch 10 Sekunden, meine Damen und Herren. Er gibt auf. Er hat keine Kraft mehr. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Der 801 hat gewonnen. Los, Harrison, hören Sie auf, so traurig rein zu sehen. Reden Sie mit den Leuten. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen allen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit danken. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, der 801 ist ohne Zweifel der sicherste Geldschrank der Welt. Und ganz besonders möchte ich Sammy Lanfinger Morrissey danken, dass er sich so tapfer mit seinem Gegner rumgeschlagen hat. Kann nichts zu machen, das ist gut. Und nun wird Mr. Wilton Stark von der Hobel Safe Company Ihnen das wohlverdiente Verliererhonorar überreichen, einen Scheck über $500. Herr Sammy, mit den besten Wünschen unserer Gesellschaft. Ja, danke. Vielen Dank, Mr. Stark. Ja, war nichts zu machen. Ding ist gut. Sammy, wie wär's noch mit einem fachmännischen Kommentar? Ach so, ja. Ja, kann ich nicht mehr viel sagen, ne? Außer, das Ding, das ist gut, nicht? Das ist ein wirklicher Killer, nicht? Ein richtiges Prachtstück ist der Kasten. Sowas nennt ein Sportsgeist, meine Damen und Herren. Finden Sie nicht auch? Morgen, Mr. Fell. Was für ein Ist Mr. Bliss schon in seinem Büro? Ja, Sir. Meine Güte, heute strahlen ja alle nur so. Wir haben wohl auch Gruppenzug. Außer einem Burschen namens Sammy, nehme ich an. Morgen, Chef. Morgen, Herr Wilson. Das ist ein wunderschöner Tag, nicht? Ich glaube, ich spiele eine Runde Golf heute Nachmittag, jetzt nachdem alles überstanden ist. Ja. Gestern Abend sind wir wirklich ganz groß rausgekommen. Ich habe Wilton Stark noch nie so glücklich gesehen. Aber das ist erst der Anfang. Wenn ich an den Wind denke, den die Zeitungen machen werden. Ja, wieder was ist?
Ja. Ja, okay, schicken Sie ihn rein. Guten Tag. So früh schon auf den Beinen? Vielleicht will er uns mehr Geld geben. Ja, guten Morgen, Wilton. Ich komme direkt aus der Fabrik. Ich wollte, dass ihr es als Erster erfahrt. Ja, was denn, lieber Wilton? Ist was passiert, Mr. Stark? Passiert? Allerdings ist was passiert. Als wir das Zeitschloss des 801 heute Morgen aufgeschlossen und hineingesehen haben, was glaubt ihr, was wir da gefunden haben? Das hier. Ja, natürlich, Wilton. Das ist doch der Umschlag, den wir gestern Nachmittag in den Tresor hineingelegt haben. Die $50,000. Mach ihn auf, George. Wieso? Mach den Umschlag auf! Mein Gott. Papier. Das... Nur leere Papierbögen. Genau das. Aber das ist unmöglich. Aber Sie sehen es doch. Ich habe das Geld selbst von der Bank geholt. Ich habe die $50,000 in das Kuvert gesteckt, Mr. Stark. Ja, ja, das stimmt. Ich war dabei. Wilton, wir waren alle dabei. Aber jetzt ist kein Geld mehr da, oder? Nur noch Papier. $50,000 sind verschwunden. Und dafür werdet ihr mir gerade stehen. Aber es ist einfach nicht möglich. Das ist nicht möglich. Wie konnte sowas nur passieren? Wie konnte sowas nur passieren? Ja, wie war das, Debbie? Das war schon echt gut, Dottie, aber es könnte doch noch ein bisschen lässiger gehen, wenn du verstehst, was ich meine. Du, lass uns das noch mal probieren, okay? Klar, Debbie. Also, ich steck das Kuvert mit dem Geld hier rein, in meine Brusttasche. So, bist du soweit? Ja, bin soweit. Vergiss nicht, du musst an mir vorbeigehen, ohne mich anzusehen. Halt deine Tasche hoch. Ja? Ja. So ist gut, ja? Prima, du. Pass auf. Und jetzt dreh dich um und rempel mich. Ach, oh. Hoppla. Entschuldigen Sie, Mister. Oh, ist ja nichts passiert, Miss. Ist ja gar nichts passiert. Na, hast du den Umschlag? Na klar, war nicht schwer, den zu kriegen bei der Rempelei. Hier ist er. Spitze, Dottie. Du bist wirklich spitze. Du, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Du wirst langsam so gut wie dein alter Daddy. Mensch, Pa, ich bin so froh, dass du umgestiegen bist in ein anderes Fach. Ja, du, ich auch, Dottie. Und Taschen ausräumen ist ja viel sauberer als Geldschränke knacken. Und manchmal bringt ja auch das ganz schön was ein. So, und jetzt zeige ich dir nochmal, wie man den Trick mit dem Tausch macht. Wie man den inzwischen mit Papier gefüllten Umschlag wieder zurück in die Brusttasche wandern lässt. Du, das ist selbst dann möglich, wenn nicht so ein Rummel herrscht. Wie gestern. Ha? Jetzt komm noch mal. Komm. Später. Lass uns doch erst mal überlegen, was für ein Häuschen wir kaufen wollen. Ja, Dottie.